Die skurrilste Mundartband auf der schönsten Kleinbühne von Zürich. Heinz der Specht entzückt das Publikum im Theater am Hechtplatz. Auf jeden Fall hockst du jetzt da im Hechtplatz und du hast Glück gehabt. Weil meistens ist es da grottenschlecht, aber heute spielt. Freunde muss man pflegen, die sind ziemlich selten. Dann tun wir ihnen ihre Selbstlosigkeit vergelten. Persönlich und von Herzen tun wir uns jeweils bedanken. Für jedes Mail, jeden Prospekt, die wertvolle Gedanken. Und weil das noch nicht genug ist, für das, was sie uns geben, und wir ihnen möchten zeigen, wie. Bei der Gruppe Heinz der Specht handelt es sich eigentlich weder um einen Heinz noch um einen Specht. Sie besteht nämlich aus dem Christian Weiss, dem Daniel Staub und dem Roman Rickling auf der Bühne. Und mit dazu gehört auch der Andrew an der Tontechnik. Das ist der Andrew. Mhm. Er tut bei uns. Was machst du? Ich bin hinten und mische Ton. Das muss schneller kommen. Was machst du? Ich mische hinten Ton. Gut. Das ist der Dani. Was machst du? Ich spiele vorne Töne. Das ist der Roman. Was machst du? Ich mache Musik. Vorne. Und da ist der Christian. Genau. Bitte. Genau. Ich tue ein Interview und so machen und ein bisschen singen, was gerade anfällt. Darf nur bei Titanic laut lachen ganz am Schluss. Oder beim Begrüßen sagen, für mich bitte kein Kuss. Darf man sein Gocki auswärts laut die Schüssel plumpsen lassen. Was Sie am Publikum vor kurzem am Theater im Hechtplatz präsentiert haben, lässt sich schwer in eine einfache Kategorie pressen. Mit ihrem zweiten abendfüllenden Musikprogramm offerieren sie uns gemäss Programmheft musikalische Kurztherapien und Lösungen für die Missstände von unserer Zivilisation. Dabei handelt es sich um ein Sammelsurium an wahnwitzigen Momentaufnahmen aus dem helvetischen Abendland, wo immer wieder auf eine völlig überraschende Pointe hinführen. Darf man singen, dass es meistens grottenschlecht ist da und am Schluss vom zweiten Song schon eine Bombe platzen lassen? Darf man im neuen Programm die Hits vom alten go spielen gehen? Ich glaub, das darf man nicht und da halt ich mich auch dran. Ich glaub, das darf man nicht und da halt ich mich auch dran. Ich glaub, das darf man nicht und da halt ich mich auch dran. Ich glaub, das darf man nicht und jetzt muss ich meine Flöte haben. Ihr neues Programm heisst übrigens «Macht uns fertig». Und auch das ist bewusst vieldeutig gehalten. Und dass sich Heinz der Specht nicht gerne auf einfache Definitionen reduzieren lässt, zeigt auch das Interview, das wir nach der Vorstellung mit Ihnen machen können. Johnny, kommst du mal schnell? Unser Johnny, Vorbild, kommst du schnell? Johnny, komm schnell. Kannst du vielleicht einen gekonnten Schwenk? Das ist Johnny. Er ist unser Vorbild, weil er ist immer sehr gesund, wenn er mit uns unterwegs ist. Genau. Richtig. Also seit 20 Jahren Theater. Seit 20 Jahren ein Original, ein Theateroriginal. Johnny. Ja. Und langsam zum Vegetarier dann gehen. Genau. Was machen wir, Johnny? Sie haben gefragt, was wir machen. Du musst auch beschreiben, was wir machen. Ja, das haben wir jemand gesagt. Gut, dann können wir jetzt. Ja. Nein, du triffst es wirklich. Flotte Mundart, oder? Was? Flotte Mundart. Mundart. Okay. Vom mittelländischen Hauswart zur Beziehungskrise bis zur Armeewaffe geht es hier auf eine satirisch-dadaistische und manchmal auch bitterböse Reise durch eine schweizerische Gegenwart, die doch irgendwie auch allgemeingültig ist. Und wer sich zum Beispiel immer schon gefragt hat, was es mit dem Rätsel von der verschwundenen Socken auf sich hat, findet bei Heinz der Specht auch auf das eine Antwort. Das Schuhe Schirm und andere Privatgegenstände im Stegenhaus nicht verloren haben. Dass die Einfahrt vor der Garage kein Fußballplatz ist und Ablage in der Wäschküche kein Wickelt ist. Dass man den Velokeller nicht mit allem Sperrmüll füllt und der Abfallsack erst am Morgen auf die Strasse führen stellt. Dass man nach den 9 die Haustür zweimal schliessen tut. Das gilt auch für die Fremole, so schluckt man den Hut. Das
Gesungen ist das alles auf Mundart. Und zwar so brillant witzig, wie man das nur selten einmal erleben kann. Die drei sind aber nicht nur wortgewandt, sondern auch musikalische Multitalente. Im Gemeinderat hat es seit langem schon Krach gegeben und alle haben gewusst von ihm und meiner Frau. Doch dass ich zu so einer Tat niemals fähig wäre, weißt du doch ganz genau. Keine Angst, Rosmarie, wir schiessen sicher nicht, solange du vor mir stehst. Und es ist doch sicher auch in deinem Sinn, wenn du jetzt als erstes durch die Türen rausgehst. Das Programm wartet übrigens auch mit ein paar völlig überraschenden Knaller auf. Aber wer mehr dazu will wissen, soll sich das am besten gerade selber anschauen. Der Heinz und Specht sind nämlich noch bis Ende Jahr auf Tournee durch die Deutschschweiz. Ihrem Publikum daheim schicken Sie schon jetzt mal folgende Nachricht auf den Weg. Hast du überhaupt Message? Ich habe eine Message als Publikum, aber kommt wieder, zahlt mehr Eintritt, kaufen CDs von Nein, uns. Nein, das ist voll der Kommerz-Scheiss. Du bist voll vom kapitalistischen Trieb. Ja, nein. Jetzt, wo alles verstaatlicht wird und Sozialismus wieder Einzug nimmt. Nein. Also, unser amerikanisches Publikum wählt nicht republikanisch das mal. Das ist mal eine Message, die unbedingt muss ankommen. Das indonesische Publikum. Andrew. Du hast Message das indonesische Publikum? Sind offen, auch gegenüber anderen religiösen Richtungen. Die können auch nichts dafür. Grüezi, guten Tag, schön, dass Sie bevor Sie gehen unsere Nummern eingestellt haben und sich von uns beraten lassen. Um Ihnen können zu helfen und zwar möglichst effizient, sind wir froh, wenn wir von Ihnen zuerst noch zwei, drei Infos haben. Wenn Sie weiblich sind, dann drücken Sie jetzt bitte Tasten 1. Und für die Männer wäre es 2. Ich hoffe, das Kind sind Sie keins. Sind Sie trotzdem unter 16, wäre es 3 jetzt Ihre Zahl. Und mit der rauten Taste geben Sie noch so okay für Ihre Wahl. Mit Hilfe von Ihrer Angabe verbinden wir Sie jetzt. Doch leider sind zurzeit alle Leitungen schon besetzt. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld, bitte bleiben Sie noch dran. Bald schon wird der Mitarbeiter Zeit für Ihre Fragen haben. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld, bitte bleiben Sie noch dran. Für 93 pro Minute sind wir immer für Sie da. Wir werden Sie darauf hinweisen, dass Ihr Anruf zur Qualitätssicherung kann